Im Kern geht es darum, dass man die Interessen der Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher in Brüssel durchsetzt. Ich habe mich spezialisiert auf die Gebiete des Haushaltes, weil ich von meiner Mutter in der Firma schon gelernt habe, wer bei der Kasse sitzt, hat mehr zu sagen. Ich habe mich auf der anderen Seite sehr spezialisiert auf die Industriepolitik, weil Oberösterreich ein Industrieland ist. Natürlich auch auf Forschung und Entwicklung, weil die verantwortlich ist für neue Jobs. Auf Telekommunikation, weil natürlich Informations- und Kommunikationstechnologien sehr massiv in der Zukunft über Erfolg entscheiden werden. Und letztlich auch Energie. Und Energie ist eigentlich in den letzten Monaten zum Hauptthema in der Europäischen Union geworden, weil es hier echten Handlungsbedarf gibt.